Herzlich willkommen wieder, meine lieben jungen Freunde, zur Fortsetzung unserer Sendereihe. Wie ihr bestimmt auch früher schon bemerkt habt, haben wir als Einleitungsmusik für unsere Sendungen eine besonders liebliche, ja man könnte sogar sagen romantische Musik gewählt. Nun, das war unsere Absicht. Wir wollten euch ja die Schönheiten der Natur zeigen und euch entsprechend in Stimmung bringen. Für unser heutiges Thema allerdings, will mir scheinen, passt diese Musik überhaupt nicht. Wir wollen uns heute nämlich über die gewaltigen und zerstörerischen Kräfte des Vulkanismus unterhalten. Schon ein erschreckendes, gewaltiges Erlebnis, wenn man mal einen Vulkanausbruch gesehen hat. Wenn man beobachten kann, wie die Erde ihre glühende Eingeweide ausspuckt. Selbst das Wasser, das Meer, kann dieses Feuer nicht löschen. Dann rollt die Lava herab, 1 bis 2000 Grad heiß, oft so schnell wie Wasser. Und vor diesem gewaltigen Strom wird alles niedergewalzt und in Brand gesetzt. Dieses Thema, meine jungen Freunde, war eigentlich gar nicht eingeplant, aber ich wollte euch berichten von diesem aktuellen Ereignis. Ihr erinnert euch vielleicht, dass im Mai 1980 in Amerika ein Berg explodiert ist. Und das ist auch der Titel unserer heutigen Folge. Es handelt sich um den Mount St. Helens im Staat Washington. Das ist der nordwestlichste Staat Amerikas. Ich zeige euch hernach gleich am Globus, wo dieser Berg liegt. Und zwar waren wir dort, haben gefilmt und ich möchte euch berichten über die Nachfolgen einer solchen gewaltigen Katastrophe. Nun, die Amerikaner sind ja sehr findig und fantasiereich mit Schlagzeilen in ihren Zeitungen. Und als wir dorthin kamen, fand ich eine Schlagzeile, die hat mir besonders gut gefallen. Die hieß, The Sleeping Beauty Turns Killer. Das kann man gar nicht so richtig übersetzen. Sleeping Beauty ist der amerikanische Ausdruck für Dornröschen. Und es heißt also, das schöne Dornröschen wandelt sich zur Mörderin. Und das ist auch eine ganz fantastische Bezeichnung für diesen Vorgang. Und denn der Mount St. Helens war, ich sage war, einer der schönsten Berge Amerikas. Er lag mitten in einem herrlichen Naturschutzgebiet mit wunderbaren Wäldern und kristallblauen Seen. Er hatte geradezu die Schönheit des Fujiyama, also ein Kegel, ja aus wie ein bedeckt mit Schnee, ein herrliches Skigebiet. Und dann um 8.30 Uhr am 8. Mai 1980 verwandelte sich dieser Berg in eine Explosion, in einen hässlichen Stumpf und hat die ganze Umgebung in eine Mondlandschaft verwandelt. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wo der Mount St. Helens überhaupt liegt. Und da gehen wir am besten zu einem Globus. Und zwar haben wir hier eben Nordamerika. Hier oben ist Alaska, Kanada, die Vereinigten Staaten, hier unten Mexiko, der Atlantik und hier der Pazifik. Und diese Mount St. Helens, diese ganzen Vulkane, es gibt außer ihm noch andere, liegen hier an der Westküste im Staate von Washington, 3 von ihnen. Das dürfen wir nicht verwechseln mit der Hauptstadt Amerikas, Washington D.C. Das ist nämlich drüben an der Ostküste südlich von New York. Nun, der Staat von Washington gehört zu den 3 Staaten, die an den Pazifik angrenzen, der Reihe nach von Süden, Kalifornien, dann Oregon
und dann Washington. Und hier befindet sich ein Gebirgszug, ungefähr 1500 Kilometer lang, die sogenannten Kaskaden. Und da sitzen fünf solcher Fujiyama-artiger Berge. Und zwar der erste von ihnen ist der Mount Shasta, noch in Kalifornien. Dann kommt der Mount Hood in Oregon. Drei davon im Staat Washington, das ist unser Mount St. Helens. Das ist der Mount Adams und am nördlichsten ist der Mount Rainier. Nun ist es so, diese Berge sind ziemlich hoch. Das Kaskadengebirge hat so eine mittlere Höhe von 1500, vielleicht auch 2000 Meter. Diese Fujiyama-artigen Kegel jedoch sind 4000er. Der Rainier ist 4450 Meter hoch, also fast so hoch wie das Matterhorn oder der Mont Blanc. Der Shasta ist auch über 4000. Und unter all diesen ist unser Mount St. Helens das Baby. Er ist nämlich, oder er war, muss ich sagen, er war 2952 Meter hoch. Nun, in der Nähe, oder eigentlich mittendrin zwischen diesen Bergen, liegt die große Stadt Portland in Oregon. Diese Stadt ist geschmückt mit diesen Postkartenschönheiten. An klaren Tagen kann man sie herrlich sehen. Das hier ist der Mount Hood, der Portland am nächsten liegt. Portland ist immerhin eine Millionenstadt. Und dann noch eine Luftaufnahme mit dem Blick in den Staat Washington hinein. Da haben wir erst im Vordergrund unseren Mount St. Helens, etwa 60 Kilometer von Portland entfernt. Dann der nächste, der Mount Adams. Und dann ganz hinten am Horizont, über 200 Kilometer entfernt, ist der höchste, der Mount Rainier. Nun müssen wir bei Vulkanen zwei Typen unterscheiden. Zunächst einmal die stets tätigen Vulkane und die explosiven Vulkane. Die tätigen Vulkane, da gibt es etwa 800 Stück davon. Wir haben in Europa den Stromboli im Mittelmeer und dann vor allen Dingen den größten tätigen Vulkan Europas, der Ätna auf Sizilien. Und die meisten Aufnahmen, die wir so kennen, stammen vom Ätna. Das ist eine Fotografie. Und ich möchte doch gerne hinterher noch mal die paar Filmstücke wiederholen, die ich am Anfang gezeigt habe, weil das die typische Art der Aktivität eines tätigen Vulkans zeigt. Zunächst haben wir hier ein paar schöne Aufnahmen von der Insel Sertzi, die entstanden ist. Und das ist so ein typischer Lavastrom. Zum Teil sind sie schnell, auch mit plötzlichen Ausbrüchen, weil Dampf abgelassen wird auch dabei, auch kleine Ausbrüche. Aber meist sind diese Lavas so langsam, dass man von ihnen davonlaufen kann. Und die Menschen in der Nähe vom Ätna haben es gelernt, mit diesem Berg zu leben. Ganz anders sind eben die schlafenden Vulkane. Da möchte ich nochmal auf die Sleeping Beauty zurückkommen, auf das Dornröschen, das plötzlich erwacht. Und solche Explosionen von Vulkanen, die ereignen sich schon ein paar Mal im Jahrhundert. Auch in geschichtlicher Zeit. Ich glaube, dass ihr alle in der Geschichte mal gehört habt von dem großen Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 nach Christus, in dem die beiden altrömischen Städte Pompeji und Herculanum völlig vernichtet worden sind mit einem Verlust von ungefähr 4500 Menschen. Die sind heute ausgegraben, wir wissen darüber Bescheid. Dann vielleicht der größte Ausbruch während der letzten 150 Jahre, das war der Krakatau. Eine kleine Vulkaninsel ist da völlig in die Luft geflogen. Diese befand sich zwischen Sumatra und Java in der Sundastraße. Heute ist bloß noch ein kleines Stückchen übrig. Dabei sind 8000 Menschen umgekommen. Und diese Explosion war übrigens ungefähr 100 Mal so stark wie der Mount St. Helens. Und dann haben wir auch noch eine große Katastrophe gehabt im Jahre 1902. Das war auf der Karibeninsel Saint-Martinique. Da ist der Vulkan Mont Pelée in die Luft geflogen. Dabei sind 4000 Menschen ums Leben gekommen, weil sich die Explosion direkt auf die Stadt entladen hat. Übrigens, groteskerweise, alle Leute sind umgekommen. Nur einer hat überlebt. Das war ein zum Tode Verurteilter. Der war in einem tiefen Verlies eingesperrt. Der hat es überlebt. Und ich glaube, er ist hinterher sogar begnadigt worden. Dann hatten wir den Mount Katmai 1912 in einer ganz einsamen Gegend, sodass dort keine Menschenleben zu beklagen waren. Auch eine sehr große Explosion hier in Alaska in der Nähe der Aleutenkette.
Und dann natürlich unser heutiges Thema, der Mount St. Helens mit seiner Explosion vom 18. Mai 1980. Nun, ganz so überraschend kam dieser Ausbruch übrigens nicht. Der Mount St. Helens hat bereits im Jahre 1857 das letzte Mal gespuckt, zwar nicht ganz so doll wie 1980. Er hat dann 123 Jahre lang Ruhe gegeben. Aber dann hat er sich schon gemeldet, ein paar Wochen vor diesem großen Ausbruch. Ich habe hier ein sehr hübsches Bildertagebuch aus der Zeit von, das beginnt mit dem 30. März. Da hat der Vulkan bereits wie ein Indianer ein erstes Rauchsignal abgegeben. Dann noch am gleichen Tage einige Aufnahmen. Da hat sich schon ein kleiner Krater gebildet. Auf der anderen Seite sehen wir, dass auch hier schon etwas von der Schneekappe weggeschmolzen ist. Dann geht es weiter, nochmal vom gleichen Tag von der anderen Seite jetzt. Da sehen wir jetzt näher am Krater heran die Rauchwolke. Und dann hier, das ist vom Anfang April. Da sehen wir, dass es schon ein bisschen heiß wird, dass ein Teil der Schneekappe schon weg ist. Und dann vor allem achte darauf, diese Beule, die hat sich gebildet, die ist jeden Tag in diesen Apriltagen ungefähr um 1,5 Meter dicker geworden. Das waren immerhin schon Anzeichen, welche die Geologen dann veranlasst haben, die Menschen zu warnen. Das ist vom 13. April, wie ich sehe. Das ist also ungefähr 5 Wochen vor dem Ausbruch. Da ist jetzt schon mehr von der Schneekappe weg. Und aber die Leute, die wollten nicht darauf hören, dass am 1. Mai, also knapp 3 Wochen vor dem Ausbruch, und der Sheriff, der hat sich beklagt, dass die Menschen nicht lauschen wollten. Die wollten einfach ihren Urlaub nicht unterbrechen, haben nur den Berg zugeguckt, bis dann schließlich eben am 18. Mai der Berg echt explodierte. Nun, wie kommt es zu so einem gewaltigen Ausbruch? Meist erforderlich ist dafür, dass der Berg eine Weile Ruhe gibt, um Druck ansammeln zu können. Den ganzen Vorgang möchte ich euch mal in einer Trickgrafik vor Augen führen. Wir haben zunächst hier einen Berg angeschnitten und typisch ist für diese Vulkane, dass sich unten ein sogenannter Hotspot befindet, heiße Magmamassen, welche meist Wasserdampf abgeben. Und dieser Dampf, der baut sich dann auf innerhalb des Berges, der mit seiner gewaltigen Masse darüber liegt. Und wenn dieser Kessel dann bis ganz zu hohen Drucken angestiegen ist, dann hat sich eben wie dort eine Beule gebildet, die wir jetzt hier sehen. Diese Beule war übrigens 1 Kilometer lang und fast 400 Meter breit. Und das waren die Anzeichen dafür, dass jetzt der gewaltige Druck heraus muss und dann hat es den Deckel abgehoben. Eine riesige Menge Material wurde in die Luft gesprengt, zerstäubt und hinterher kamen noch Rauchwolken, die heute noch, Rauch- und Dampf- und Aschewolken, die heute noch den Berg kennzeichnen. Und dann nach wenigen Minuten sah es dann so aus. Und da ist dasselbe nochmal im Modell. Und das ist die Größe der Kappe maßstäblich richtig. Und diese ganze Kappe, es waren immerhin 11 Milliarden Tonnen Material, wurde weggesprengt. Der Berg hat dabei 400 Meter seine Höhe verloren. Das wollten wir uns natürlich ansehen. Wir sind nach Amerika geflogen und unser Pilot, der uns dann in dieses Katastrophengebiet begleitete, war übrigens einer von denen, der am Tag der Katastrophe und eine ganze Woche danach sein Leben eingesetzt hat, um viele Menschen zu retten. Ihm also konnten wir uns getrost anvertrauen. Ihr seht, sitze ich hier in einem Hubschrauber, und zwar auf dem Flugplatz von Vancouver in Washington. Wir wollen nämlich jetzt den Berg fliegen. So sagt man hier, we want to fly the mountain. Die Menschen hier sprechen immer nur noch bloß vom Berg und jeder weiß, was gemeint ist, der Mount St. Helens. Wir sind etwa 30 Kilometer weit entfernt und die Katastrophe fand vor genau 40 Tagen statt, am 18. Mai und heute haben wir den 27. Juni, wo wir heute hier sind. Wir wollen nun versuchen, in das Katastrophengebiet hineinzufliegen. Wir wollen Luftaufnahmen machen und dann
wollen wir auch versuchen, mitten im Katastrophengebiet zu landen. Und haltet mir bitte den Daumen, dass das gelingt. Wir kommen uns richtig etwas abenteuerlustig vor, denn die Geologen haben in den letzten Tagen wieder einige merkwürdige Rumpeln festgestellt, sodass also vielleicht ein neuer Ausbruch möglich ist. Der wird aber ganz bestimmt nicht so doll sein wie der echte Ausbruch, denn der Hauptdruck ist ja weg. Nun, es ist wirklich so, dass ein Berg, eine Postkartenschönheit, sich in wenigen Minuten in einen hässlichen, abgebrochenen, verfaulten Backenzahn verwandelt hat. Und jetzt wollen wir uns mal diesen Backenzahn anschauen. Seht ihr, dass der Staub hochgewirbelt wird, der in dem Gras noch drin steckt? Und da sind wir jetzt im Katastrophengebiet. Es waren hauptsächlich drei verschiedene zerstörerische Wirkungen. Das erste war die Druckwelle, die mit Überschallgeschwindigkeit insbesondere in Richtung Nord abgeblasen wurde und hat Tausende von Quadratkilometern der schönsten Wälder niedergelegt. Die Bäume liegen da übereinander. Sie hatten oft gar nicht Zeit abzubrechen und sind mit den Wurzeln herausgerissen worden. Und dann die Schlammfluten, wo die Autos drin stecken blieben. Und das hat auch die meisten Tote gekostet. Da sehen wir das ist ein Bulldozer. Wie Spielzeuge liegen sie da noch herum. Diese Schlammfluten sind dadurch entstanden, dass ja innerhalb ganz kurzer Zeit diese Millionen Tonnen Schnee schmolzen und dann den Berg herunterrasten, und zwar mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern. Da gab es kein Ausweichen. Jetzt fliegen wir den Krater hoch, und zwar ist das die Bruchstelle. Sie ist etwas schräg, da war die Beule vorher. Jetzt verschiedene Ansichten des Berges. Es war für uns alle sehr beeindruckend und sehr erschütternd, diese Mondlandschaft zu sehen. Mein Regisseur, Kameramann, Tonmeister. Und das ist der neu geschaffene Kraterrand. Der Pilot hat uns ganz nahe an die Kante herangeflogen. Und da sehen wir jetzt in den Krater selbst hinein. Das ist nicht alles Material, was aus dem Vulkan herauskommt, sondern zum Teil macht der Berg auch sein eigenes Wetter. Da sehen wir diese fast messerscharfe Kante. Das war gespenstisch. Der Schnee übrigens ist neu gefallen. Wir sind ja 40 Tage nach dem Ausbruch erst dort gewesen. Da sehen wir in diese Schüssel hinein, in diesen Krater, Durchmesser von 1,5 Kilometern. Eine Mondlandschaft, die binnen Minuten entstanden war. Und dann unter diesen Schlammlawinen, da ist der Boden noch so heiß. Da kocht noch das Wasser, 6-7 Meter, ist noch 100 Grad warm. Und der Dampf kommt aus allen Ritzen und Löchern heraus. Das ist die Oberfläche einer Schlammflut. Und da hinten, da war einer dieser wunderschönen Bergseen. Kristallklar mit Wasser, da konnte man 10 Meter tief schauen. Und dann, das ist ein ehemaliges Flusstal, der Tootle River, auch überall noch voller Dampf. Die Schlammlawinen entstanden dadurch, dass der geschmolzene Schnee sich mit dem Material vermischt hat, das übrigens gar nicht so sehr aus dem Kraterinnern stammte, sondern die Lawinen haben auch die Flanken des Berges abgeschabt. Jetzt aber weiter in unserem Bericht. Ihr seht, dass es uns gelungen ist, in der Tat hier zu landen. Ich komme ja vor wie der erste Astronaut auf dem Monde. Ich mache ganz jungfräuliche Schritte in diese neue Landschaft.
Wir stehen übrigens auf einem Untergrund, das sind etwa 6 Meter von diesem Schlamm, der immerhin 15 Kilometer weit durch das Tal des Tudelflusses hindurch gerauscht ist. Und guckt euch mal an, die Umwelt, diese ungeheure Zerstörung, wie die Bäume herumliegen, als ob ein Riese mit dem chinesischen Puzzlespiel gespielt hätte. Nun, von diesem Material, da möchte ich etwas einsammeln. Ich habe mir hier eine Tüte mitgebracht und ich will das mal hier einsammeln. Da seht ihr, dass es schon unten dunkler wird. Und hier diesen Stein, den nehme ich auch noch mit. Das ist eine Probe von dem Material, ganz feinkörniger Sand. Und wenn man daran riecht, nun stinkt's noch nach Schwefel. Dieser Stein stammt nicht aus dem Erdinnern, es ist ein Bruchstück von der Felsenkappe. Das Ausmaß war riesengroß, die Zerstörung etwa eine Fläche so groß wie Schleswig-Holstein. Glücklicherweise ging der Hauptdruck der Explosion nach Nordwesten, weg von den großen Städten Portland, Oregon und Vancouver, Washington. Insgesamt sind etwa 10.000 Kilometer Straßen, 800 Brücken, es sind zerstört worden, 16 Menschen wurden tot aufgefunden, 88 werden immer noch vermisst. Für sie besteht wohl keine Hoffnung mehr. Insgesamt war es die größte und kostspieligste Katastrophe in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Schlimmste allerdings war dieser Staub, der über Tausende von Kilometern weit weggetrieben worden ist und in Städten, in den Staaten Idaho, Montana, sie oft Zentimeter tief bedeckt hat. Und das ist ein ganz ekelhaftes Zeug. Das geht in die Nase, in die Atemwege, es macht Autos kaputt und wenn man es mit einem Schlauch wegspritzen will, was natürlich die Leute alle versucht haben, dann entstand eine Pampe wie nasser Zement. Aber wenn man die Natur in Frieden lässt, dann findet sie in jeder Katastrophe doch auch noch etwas Heilsames. Dieser vulkanische Asche, dieser Staub ist nämlich sehr reich an Nitraten und Phosphaten. Wir können also glatt sagen, dass es über Tausende von Quadratkilometern Milliarden von Tonnen Dünger geregnet hat. Es ist ja bekannt, dass die Umgebung von Vulkanen besonders fruchtbar sind und die besten Weinsorten wachsen an den Hängen von Vulkanen. Warten wir also noch 50 bis 100 Jahre ab, dann ist alles wieder so schön wie zuvor, vielleicht sogar noch fruchtbarer. Das war's für heute, meine lieben jungen Freunde. Hoffentlich seid ihr wieder zu Gast bei der nächsten Folge und für heute auf Wiedersehen.